Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wie in diesem Hause einstimmig beschlossen, hat die Landesregierung im August einen umfassenden Bericht zum Umsetzungsstand des Demenzplans für unser Land vorgelegt. Und vielen Dank, Herr Minister Gaag, für den gehaltenen Bericht eben gerade. Für uns ist hierbei eines klar. Auch in einer Pandemie müssen wir mit besonderem Tempo und mit besonderer Aufmerksamkeit notwendige beschlossene Maßnahmen umsetzen. Und Sie haben es gerade eben selber ja auch nochmal bekräftigt. Das ist genau der richtige Ansatz. Denn insbesondere Menschen mit Demenz unterliegen seit jeher äußerst stark gesellschaftlichen Einschränkungen. Teilweise wurde die Situation der Betroffenen auch aus vermutlich falschem Schamgefühl verschwiegen oder abgetan. Ich persönlich erinnere mich noch knapp selber daran, dass es früher hieß, Uroma, die sei tüdelig, um die Demenz nicht offen anzusprechen. Das Wissen um Krankheiten wie Alzheimer ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen, ebenso die gesellschaftliche Akzeptanz als auch die rechtliche. So ein Film wie Honig im Kopf wäre wahrscheinlich vor 30 Jahren nicht wirklich vorstellbar gewesen, erst recht nicht, dass es ein Kassenschlager geworden ist. Und da einige hier mit einem persönlichen Beispiel auch es vorgestellt haben, ich selber, also wie ich denke mal, wie jeder hier von uns, kennt es im Familien- und Bekanntenkreis. Mein Großvater in diesem Fall, den ich mein ganzes Leben lang mindestens dreimal die Woche gesehen habe oder bei ihm gewesen habe, da ist es nun so, dass er mich überwiegend jetzt nur noch als die eine der wenigen männlichen Pflegekräfte mit langen Haaren erkennt. Das ist traurig, aber es ist nicht beschämend. Und das müsste ich nochmal klarstellen, dass da sich zum Glück was in der gesellschaftlichen Akzeptanz für dieses Krankheitsbild geändert hat und das ist eine sehr gute Sache. Es hat sich aber auch rechtlich einiges geändert. Dass eine Demenz zu einer Pflegegradeinstufung führt, ist beispielsweise auch noch nicht so lange Usus. Gerade mal 10 Jahre. 2009 müsste es, glaube ich, der Fall gewesen sein. Doch, und gerade deswegen, Demenz ist in der Mitte der Gesellschaft, befindet sie sich. Und das verdeutlichen auch die Zahlen. Jeder Elfte in Schleswig-Holstein, der über 65 ist, ist hiervon betroffen. Und wenn man es auf die Gesamtbevölkerung runterbricht, ist jeder 50. ja, demenziell erkrankt. Und deswegen ist es vollkommen richtig, dass die öffentliche Hand hierauf auch einen Schwerpunkt legt. Und ich bin deswegen froh und schließe auch ausdrücklich da die Vorgängerregierung mit ein, dass den Empfehlungen des Kompetenzzentrums Demenz, dass da so viele schon weit über die Hälfte umgesetzt wurden. Das ist wirklich gut. Eine große Leistung für die Patientinnen und Patienten, aber vor allem für unser Land insgesamt. Und Demenzkranke werden hier nicht nur beim Status quo unterstützt. Es wird auch wie in den letzten Jahren auch weiterhin aktiv an der Verbesserung der Umstände gearbeitet und diese natürlich entsprechend fortgesetzt. Und ich möchte eine der vielen Leistungen des Kompetenzzentrums Demenz besonders hervorheben. Nicht nur bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kommunen direkt, sondern auch bei den Bereichen Justiz, Einzelhandel, Polizei, Architektur, Musik, Museumspädagogik, ja auch Landwirtschaft und Pharmazie. Da hat das Zentrum Schulungen zu diesem Thema durchgeführt. Und es ist besonders wichtig, dass wir aufgrund dieses weitreichenden Einflusses, den diese Krankheit hat, auch weitreichend die Menschen genau dafür sensibilisieren und bestmöglich vorbereiten. Natürlich geht es an erster Stelle vorrangig immer natürlich um die Patientinnen und Patienten selbst. Und ich freue mich besonders über die Unterstützung verschiedenster Beratungsangebote, unter anderem auch der rechtlichen Natur. Und die Einführung einer mobilen Beratung durch das Kompetenzzentrum, um wohnortnah im ländlichen Raum den Menschen zu helfen, ist eine sehr, sehr gute Sache. Und das brauchen wir in unserem Flächenland Schleswig-Holstein. Und es ist auch ein richtiger Ansatz, dass, wie im Bericht empfohlen, eine Bestandsaufnahme zum Thema Demenz in den Kommunen durchgeführt wird, um nachhaltig dann die entsprechenden Fakten sammeln zu können. Es wurde gerade schon was zu den Krankenhäusern gesagt. Die Hälfte der Krankenhäuser in Schleswig-Holstein hat bereits ein schriftliches Konzept zur Versorgung von Menschen mit Demenz. Jetzt müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auch die andere Hälfte der Kliniken in diesem Land entsprechend da vorankommt. Aber auch hier ist es schon so, dass das Kompetenzzentrum mit diesen Kliniken arbeitet und dabei ist, Leitfäden zu erarbeiten. Gute Sache. Und etwas, was, glaube ich, noch nicht erwähnt wurde, der Breitbandausbau wird in diesem Bericht als wichtige Hilfe genannt, sodass wir sehr früh darüber sein können, dass wir in Schleswig-Holstein so weit mit dem Breitbandausbau vorangeschritten sind. Ich möchte mit Nachdruck verdeutlichen, dass es dabei nicht nur um wirtschaftliche
Interessen, sondern gleichermaßen um Bildungs- oder im vorliegenden Fall auch gesundheitliche Interessen geht. Obacht, auch Herr Arp, Breitband und Digitalisierung ist eine Infrastruktur für alle Lebensbereiche in diesem Land, für alle Lebensbereiche. Ja, die meisten haben es auch gesagt, wir können insgesamt schon eher zufrieden sein mit dem Voranschreiten und der Umsetzung des Demenzplanes, sowohl von der derzeitigen Regierung als auch der Vorgängerregierung. Und die Landesregierung, die aktuelle, gibt auch diesem ressortübergreifend angemessene Relevanz. Schließlich geht es dieses Thema nicht nur um Gesundheit und Soziales, es geht auch um Wohnen, es geht auch um Mobilität. Sprich, das strahlt eigentlich fast in alle Lebensbereiche aus. Und wir werden auch im Hinblick qualitative Verbesserungen für die Betroffenen, aber auch quantitativ, wir müssen die Demografie besonders beachten, werden wir natürlich feststellen, dass es auch zahlenmäßig weitere Herausforderungen für alle Akteure geben wird. Und zunächst müssen wir natürlich mit der Umsetzung der weiteren Empfehlungen voranschreiten. Es sind noch ein paar offen, aber natürlich auch neue Impulse und technische Möglichkeiten, die es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten geben wird, hier integrieren. Und schließen möchte ich mit einem ausdrücklichen Dank auch im Namen der FDP-Landtagsfraktion an die Alzheimer Gesellschaft und an das Kompetenzzentrum Demenz für geleistete Arbeit. Vielen Dank dafür.